Hi Leute und herzlich willkommen zur 7. Folge von My Second Survival World. Wie ihr seht, ist dieses Video nur wenige Minuten lang. Das liegt aber nicht daran, dass ich nichts mehr zu tun habe, sondern das liegt daran, dass ich eine extrem lange Folge gemacht habe. So über 2 Stunden geht die bestimmt. Aber da 2 Stunden Videos vielleicht nicht immer so gerne geschaut werden, beziehungsweise damit man nicht sich alles anschauen muss, sondern nur das, was einen interessiert, deswegen habe ich aus diesen wahrscheinlich mehr als 2 Stunden 9 einzelne Videos gemacht, die alle in der Playlist zu finden sind, die dann auch am Ende dieses Videos auf dem Bildschirm erscheinen wird. Und genau, das heißt, ihr könnt dann auf die Playlist klicken und euch halt die Videos anschauen, die euch mehr interessieren, und die euch halt weniger interessieren, die schaut ihr euch halt nicht an. Ja genau, das heißt, ihr könnt euch halt das aussuchen, was ihr gerne schauen wollt. Die habe ich dann auch alle in chronologischer Reihenfolge hochgeladen und die sind auch chronologisch gekennzeichnet. Das heißt, wenn ihr Folgen nachschauen wollt oder halt wissen wollt, welche Reihenfolge es ist, dann könnt ihr einfach im Folgentitel nachschauen. Ja, dann würde ich euch jetzt hier noch die Playlist einblenden und wünsche euch viel Spaß bei diesem 3,5 GB Videomaterial, die in 9 Folgen aufgeteilt sind. Bis zur 8. Folge. Ciao. Noch ein kleiner Edit hinten dran. Wie ihr seht, benutze ich gerade einen Shader. Das ist der Shader. Ganz kurz. Hier, Shader. Das ist der Shader BSL V-Version 7.1.0 5P3.zip. Den kann man sich kostenlos aus dem Internet herunterladen. Mir gefällt er sehr gut, auch wenn er ein bisschen performance-lastig ist, aber ich habe jetzt auch nicht wirklich den besten PC. Keine Sorge, das hier ist keine Werbung oder Produktplatzierung, ich wollte es einfach nur erwähnt haben, damit jetzt nicht der Shader, der Typ, der den Shader gemacht hat, ankommt und sagt, dass ich jetzt den Shader für meinen eigenen ausgegeben hätte oder ich irgendwas Illegales gemacht hätte oder so. Also Leute, ich benutze diesen Shader, ich finde ihn cool. Wenn ihr den auch benutzen wollt, dann sucht einfach mal im Internet nach dem, ihr werdet den bestimmt finden. Und für den Shader braucht man auch Optifine, was auch bedeutet, dass ich jetzt zoomen kann. Ganz lustig. Und, ja genau, das wollte ich einfach nur nochmal erwähnt haben. Also, wie gesagt, ciao.